Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hearthstone. Der Nephias, der veranstaltet ein Hearthstone-Turnier und unter anderem sind Reflux LP. Hallo Reflux. Ja, hallo Leute. Und ich, da Kikste bzw. Knasti, sind unter anderem bei diesem Turnier dabei. Und das Folgende, das ihr jetzt seht, das sind unsere ersten Runden, die wir in diesem Turnier spielen. Genau, dann lade ich dich mal ein. Genau, so machen wir das. Ich nehme die Einladung auch an, hoffentlich, wenn sie dann ankommt. Du musst noch ins Hauptmenü gehen. Ach so. Ja. Jetzt bin ich im Hauptmenü. Jetzt geht's. Ein Traum. So. Weißt du auch schon, welche Klasse du wählst? Ja, ich habe ja schon drei Decks gemacht. Sehr gut. Ich habe mir auch drei Decks zusammengestellt und bin soweit auch ready. Dann gucken wir mal. Ja, bin auch gespannt. Oha. Gegen Garrosh. Gut. Sieg Sugar. Oder Tod. Yep. Krieger. Wie bist du so? Bist du ein Profi oder bist du. Also, wie oft spielst du so pro Woche Hearthstone? Alle zwei Tage vielleicht einmal. Okay. Aber ich habe das Spiel schon seit der Closed Beta. Oha. Ja, ich hab ja auch das Spiel schon seit ein paar Monaten. Hab am Anfang gar nicht gespielt, weil irgendwie hat es mich nicht interessiert. Dann plötzlich ging es los, habe ich das ein paar Tage oder zwei Wochen oder sowas, habe ich ständig gespielt. Und jetzt allerdings habe ich eine lange, lange Pause gemacht. Insofern lasse ich mich mal überraschen, was hier so heute passiert, ey. Ja, bin auch gespannt. Bist du auch so jemand, der die ganze Zeit an der Karte rumspielt, oder? Ja, genau. Das machen irgendwie die meisten. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, aber jetzt habe ich es mir mittlerweile auch angewöhnt, ey. Wobei, bei der Karte gerade kann man nicht so viel. Ja, stimmt. Gibt ja noch andere, die... Ja, hier gibt es nicht ganz so viel. Ich finde aber das Geschütz ganz schön. So kann ich die ganze Zeit auf dich schießen. Ja. Das Gute ist, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man einfach, dann muss man nicht lange überlegen eigentlich. Man kann einfach alles raushauen, was man so hat. Wobei ich jetzt gerade... Los geht's. Ich muss ja sagen, ich finde den Krieger auf Dauer ein bisschen ätzend, weil der so extrem viel Rüstung aufbauen kann. Und dann zieht man ihm irgendwann überhaupt keinen Schaden mehr ab. Und der Schurke kann auch gute Kombos machen dafür. Ja, das stimmt, wenn man weiß wie, dann ist das durchaus möglich. Okay. Perfekt. Perfekt. Geht so. Ich bin mir nicht ganz sicher darüber, aber es reicht bisher. Und ein Grizzly. Was kann man denn eigentlich, wir können ja einfach mal ein bisschen voneinander erzählen. Was kann man denn sonst so auf deinem Channel so sehen? Lädst du regelmäßig hoch? Ich hatte jetzt eine Pause, aber es kommt ja wieder regelmäßig was. Okay. Und ja, was man sehen kann, eigentlich alles Mögliche. Also Let's Plays, Spiele aus allen möglichen Genres eigentlich. Okay. Und bei dir? Ja, im Grunde genommen genauso. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen gehen. Ich mach mal eben die Gesamtlautstärke ein bisschen niedriger. So, zack. Und da bin ich auch schon wieder. Eigentlich ist es bei mir ganz genauso. Ich mach auch alles Mögliche. Allerdings gibt es halt Spiele, die ich mehr spiele als andere, ist ja klar. Recht groß ist auf meinem Channel Battlefield. Ich habe irgendwann damit angefangen als Noob. Also ich habe noch nie einen Shooter gespielt und habe dann eben mit Battlefield angefangen. Ja. Und irgendwie hatte ich Spaß dran, auch wenn ich die ganze Zeit nur tot war. Und ich glaube, damit können sich ein paar Leute dann doch identifizieren, weil sie eben selbst auch keine Ahnung von Shootern haben.
Und ja, ja, aber ich mache eben auch alles andere, Minecraft, irgendwelche Spiele zwischendurch, wenn ich eben Bock drauf habe. Ich versuche mich da nicht so zu beschränken, sondern einfach immer das zu machen, worauf ich eben Lust habe. Ja, finde ich cool, mache ich auch genauso. Weil sonst wird es irgendwann gezwungen und das, da hat man ja dann keinen Spaß mehr. Ja. Ach, wie ist das? Ist hier gerade gar nicht so gut alles, muss ich sagen. Sechs Karten hast du. Das ist richtig. Die alle nicht sonderlich herausragend sind. Jetzt zu diesem Zeitpunkt werden schon wieder Kommentare und das Video geschrieben, was ich denn jetzt eigentlich machen sollte. Es bringt mir nur jetzt dummerweise nichts. was tun? So viele Möglichkeiten. Die Tore sind geöffnet. Das muss ich überlegen. Tu das. Minimiert, warum auch nicht? Geht wieder alles, oder? Ja, ja, alles gut. Achso, alles gut. Ich dachte schon. Was jetzt? Gut, damit sind wir dann auch gleich durch. nö, ich kann auch nicht wirklich Sinnvolles tun. Egal, ich spiele einfach mal weiter, ne? Einfach nur so. Ja, klar. Ich trainiere einfach ein bisschen. Ich könnte zwar jetzt auch aufgeben, aber... Ja, so. Da kommt der wieder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Ja, danke. War ein spannendes Match. Ist da noch alles offen? Ja, noch ist alles offen, tatsächlich. Wir spielen den Modus Best of Five. Hatten wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Sprich, wer zuerst drei Siege hat, der hat letztendlich auch dieses Match hier, diese Runden gewonnen. Genau, und du musst jetzt ein neues Deck nehmen. Genau, wer gewinnt, der darf kein neues Deck nehmen und wer verliert, der muss ein neues Deck nehmen. Ja. So. Mal gucken, ob das diesmal was wird. Bin gespannt, was du spielst. Anduin gegen den Priester. Ja. Den Priester. Mit dem war ich ja vor einem Monat mal ganz gut. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt aussieht, ey. Hast du eigentlich schon mal dieses Kartenspiel von Mojang gespielt? Oder Mojang, oder wie die auch immer heißen, von Minecraft, die Leute? Ach, ich habe davon gehört. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, aber jetzt nicht wirklich gespielt. Ja, ich finde das ganz, ganz witzig irgendwie, dass... Da gibt's ja, ich weiß es nicht, ich hab selbst, also ich finde nicht das Spiel ganz witzig, sondern ich finde es ganz witzig, dass die quasi so ein schlechtes Timing hatten mit diesem Kartenspiel, weil jetzt ja nun mal Hearthstone auf dem Markt ist und deswegen werden die, glaube ich, keinen Erfolg damit haben, beziehungsweise kein anderes Kartenspiel wird großen Erfolg haben. Ja, Hearthstone dominiert gerade echt. Ja, weil erstens ist es ein gutes Kartenspiel. Ja. Zweitens ist Blizzard nun mal riesig und jeder, in irgendeiner Form ist ja jeder mit dem Warcraft-Universum schon mal in Kontakt gekommen. Ja, genau. Insofern, sag mal, kannst auch nicht setzen. Ich kann nichts machen, das ist tierisch ätzend gerade. Nö. Okay, jetzt mal überlegen, was könnten wir denn Schönes hier...
Tja. Ja. Grüße. Grüße. Ja, man muss höflich sein, entschuldige. Wenn man uns noch gar nicht begrüßt, ey, das geht mal gar nicht. Genau. Für den Kriegshäuptling! Du stehst auf Karten, die Ansturm haben, ne? Ja, das ist so in dem Deck üblich. Okay. Habe ich extra so gebaut. Okay. Das Dingo! Ja! Das war's. Oh. 3-7 ist unschön. Ja, aber auch nicht herausragend. Und mir wird gerade klar, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber was soll's? Ist ja kein Problem. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann irgendwie dann doch durch Glück oder auch durch Können, kann man ganz zum Schluss das Ganze nochmal umdrehen. Wobei es momentan halt, würde ich sagen, noch recht ausgeglichen ist. So, was können wir denn jetzt hier mal machen? Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Erstmal ziehen. Genau. Ziehen ist immer gut. Ja. Wobei. Machen wir nochmal. Okay. Gut. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt musst du dich vorsehen. Jetzt wird's gleich. Gleich kommt's, sag ich dir. Gleich kommt's, gleich geht's richtig los. Oha. Wie viele Leute, die an dem Turnier teilnehmen, kennst du eigentlich? Also kennst du die Videos von wie vielen Leuten? Nicht so viele, nur die ganz Großen, die da mitmachen. Zum Beispiel Herr DK, Freaky und Hannibal. Ja, genau. Ja. Genauso geht's mir im Grunde genommen auch. Da kenne ich auch kaum jemanden. Ist eigentlich cool, kann man neue kennenlernen, ne? Ja, richtig, richtig, auf jeden Fall. Oha, hier was Goldenes, ey. Lass mich überlegen. Ich bin gleich soweit. Du hast ja Zeit. Ich sehe gerade die Menschen förmlich vor dem Bildschirm sitzen und sich an den Kopf fassen. Ich finde es super lustig. Mich unterhält das, muss ich sagen. Das sind hochinteressante Karten, die du da so Hast. Das ist echt unglaublich. Ich habe die alle noch nicht gesehen. Also ich habe einige davon noch nie gesehen. Da sieht man mal wieder, wie sehr ich mich hiermit auskenne. Also die Waffe jetzt ist zum Beispiel eine Epic-Karte. Die habe ich aus einem Booster glücklicherweise mal gekriegt. Okay. Das sollte ich mir gründlich überlegen.
Ich verstehe nicht ganz, wo meine Karten bleiben, die ich eigentlich ganz gut gebrauchen könnte jetzt gerade. Naja. Nee. Das war's. Hast du World of Warcraft gespielt oder spielst du World of Warcraft? Habe ich gespielt, vor kurzem erst noch. Okay. Und jetzt habe ich aber erstmal eine Pause. Wie lange hast du es gespielt? Weiß ich gar nicht genau. Oder mit welcher Erweiterung bist du eingestiegen oder bist du schon zu Classic-Zeiten eingestiegen? Erst mit Pandaria, muss ich sagen. Ah, okay. Ja. Und du? Ich habe mit Pandaria quasi aufgehört. Ach so. Also ich habe irgendwann in den Classic-Zeiten angefangen und dann, das war kurz bevor die erste Erweiterung rausgekommen ist. Wie hieß sie denn noch? Hier mit der Scherbenwelt und so. Burning Crusade? Genau, richtig. Und es war schon schön. Es gab viele schöne Erlebnisse in dem Spiel. Allerdings muss man halt schon sagen, dass es ganz schön viel Zeit frisst, so insgesamt, ne? Ja, das ist echt so. Das ist echt krass, aber... Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis ich das erste Mal auf 90 war. Okay. Ich hatte ja keine Bonus-Items und so weiter. Mhm. Die Erfahrungsboosts geben. Ich frage mich, ob... Egal. So. Schon wieder auf 28. Ja, die Frage ist, ob das so sonderlich viel bringt. Dass der Krieger so unfassbar viel Schaden machen kann, ist echt unfassbar. So, was tun wir jetzt am besten? Ich krieg gerade echt nur... Naja, ich sag's mal nicht, weil ansonsten weißt du ja, was hier los ist. Oh. Ist er böse? Naja. So schlimm ist das nicht. Siehst du? Boah, greife ich dich jetzt echt an mit meiner Waffe? Ah, egal. So, Nummer 28 dann. Das ist überhaupt kein Thema. Das sind alles Arschlochkarten, ey, es ist unglaublich. Na gut, dann machen wir es eben nochmal. Oh Gott, das war noch böser. Ja, allerdings bin ich auch schon auf 12. Ich hoffe gerade so sehr auf bestimmte Karten, die einfach nicht kommen. Es ist unglaublich. Auf 7. Oh, Mist. Reicht's noch nicht? Ich riske es einfach mal. Ach du Scheiße. Ja, das... Da kommt der Leroy Jenkins. Ja. Der Leroy... Sollte ich mir gründlich überlegen.
Das ist alles ganz schön schlecht, muss ich sagen. Das ist alles ganz schön schlecht. Ich muss mal gerade mir hier alles nochmal angucken, was ich denn überhaupt habe. Okay, das ist klar. Ich frage mich, ob... Ist nicht meine Schuld! Erstmal so. Dann... Da ist nichts mehr zu machen. Kannst dich auf 5 heilen, ne? Ja, das ist richtig. Mache ich auch, weil was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich kann jetzt... Nee, das würde ich sagen... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. War es. Trotzdem ziemlich knapp eigentlich. Ja, doch, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Aber das Problem war einfach, dass ich habe keine Spottkarte gezogen. Ja, die kam einfach nicht. Obwohl da einige im Deck sind, aber die wollten einfach nicht. Naja. Dann gucken wir doch einfach mal, ob ich mit meiner letzten Wahl eine Chance habe. Okay. Jetzt kommt bestimmt ein Jäger, rate ich mal. Ah, nee. Nee. Ucha gegen Garrosh. Paladin, meine Lieblingsklasse. Oder Tod. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Paladin ist richtig stark. Sagt es doch jetzt nicht so, dann sehe ich ja noch blöder aus. Okay, Paladin ist richtig schwach, nein. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Paladin ist eine ganz, ganz schlecht. Habe ich jetzt einfach gewählt, damit es schnell vorbei hier alles, vorbei hier ist alles. So. Wie ist es eigentlich? Fängst du gerne zuerst an oder bist du so lieber als zweites dran? Ich habe lieber diese Coin am Anfang. Genau, ich auch. Ich bin auch der Meinung, dass das krass unbalanced ist. Ich bin der Meinung, dass jemand, der als zweites anfängt, einen äußerst großen Vorteil hat. Bin ich auch, aber Blizzard hat ja Zahlen veröffentlicht, wo man so sehen konnte, wer gewinnt. Spieler. Ja, und da war es nämlich 49-51%. Okay. Naja, dann. Das stimmt, weiß ich nicht. Na, es wird schon stimmen, denke ich mal. Hast du das Spiel auf Englisch oder auf Deutsch? Ich hab's auf Deutsch. Das war ja am Anfang irgendwie noch auf Englisch. Ja. Und dann habe ich mich da nicht drum gekümmert, dass es wieder auf Englisch zurückgepatcht wird, sag ich mal. Ja. Dafür spiele ich es nicht häufig genug. Aber die meisten Spiele spiele ich allerdings auch in Englisch. Weil das irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie. Das ist halt original, ne? Ja, genau, ist original und. Meistens hört sich's einfach besser an. Es gibt einige oder es gibt ein paar Ausnahmen, wo dann sich das Deutsche auch recht gut anhört. Ja. Also hier zum Beispiel würde ich sagen, das ist schon okay, aber wenn man das Englische kennt, dann sind halt manche Sachen auch wieder recht albern. Mhm. Oh, ich hab hier. Ich erinnere mich noch daran, als ich das letzte Mal den Parler gespielt habe. Da habe ich mich über etwas aufgeregt. Und was hab denn? Danach dummerweise das Deck nicht mehr verändert. Nee, ich sag dir das nicht, weil das würde einiges verraten. Für die Gerechtigkeit. Thank you.
Okay. Ich frage mich, ob... Grüße. Die kann man ausstellen irgendwie, ne? Die Emotes. Kann das sein? Ja, wenn du auf mich rechtsklick machst und dann die Sprechblase. Ja. Es gibt manche Menschen, die nerven so krass damit. Oh ja, die machen das ganze Zeit, ne? Ja, ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Für die Gerechtigkeit. Das war's. Was hast du in World of Warcraft für einen Charakter gespielt? Ein Jäger, zu Anfang. Auch richtig mit Raids und so, oder eher so? Ja, oder gegen Ende mit Raids, ja, doch. Okay. Wohl Spaß gemacht. Hast du gespielt? Ich hab, am Anfang... Dein Main? Am Anfang war es ein Krieger, ein Off-Krieger, also kein Tank, sondern... Off-Krieger, das war am Anfang allerdings noch ein bisschen schwierig, weil früher war es so, dass ich muss jetzt gerade mal hier kurz gucken, was ich tue. Dann rede ich weiter. Tja, das ist jetzt schon wieder schön. Nee, es war am Anfang ein bisschen schwierig, als Off-Krieger zu spielen, weil es gab das Gerücht, dass Off-Krieger keinen Schaden machen. Und wenn man sich allerdings ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann hat auch der Off-Krieger Schaden gemacht. Und das habe ich denen dann bewiesen und dann ging's. Dann durfte ich auch bei Raids mitmachen. Am Anfang durfte ich das mal nicht. Und dann später allerdings bin ich zum Schamanen geschwenkt, als es den dann auch auf der Allianz-Seite gab. Ich habe Allianz gespielt. Ich weiß nicht, hast du Allianz oder Horde? Ich habe Horde. Ja. Ich verstehe diese grundsätzliche Abneigung immer nicht. Mir ist es also, ich finde das ein bisschen albern. Ich habe nichts gegen Allianz oder so. Nö. Was mir halt immer aufgefallen ist, ist, dass bei der Horde die Leute gespielt haben, die es PvP-technisch besser drauf hatten. Ich glaube... Ich habe auf dem PvE-Server gespielt. Ja, habe ich auch meistens, aber man ist ja doch mal ab und zu auf Schlachtfeld. Ja, ja. Nee, und mit dem Schamanen hatte ich dann auf jeden Fall richtig viel Spaß. Das war echt gut. Habe ich als Elementarschamane gespielt. Das war echt gut. Da war ich dann teilweise sogar in manchen Raids, bei manchen Bossen, war ich dann damals sogar unter den Besten in Europa. Das war schon schön. Da gab es noch, ich weiß nicht, die Seite wird es höchstwahrscheinlich auch noch geben. Wie hieß denn die Seite noch? Ist alles schon so lange her. Wo eben man quasi jeden Raid aufzeichnen konnte und dann wurde es automatisch in eine Datenbank hochgeladen und dann wurde eben halt unter allen Gilden oder allen Raids, die es so gab, wurde dann eben verglichen mit allen möglichen Stats, welcher Charakter am meisten Schaden gemacht hat und... Und da warst du weit oben? Da war ich weit oben, ja. Das war allerdings auch sehr vorteilhaft, weil zu dem Zeitpunkt konnte der Charakter sehr gut AOE machen und der Boss, wo ich eben immer gut mit dabei war, da gab es massig Mobs und dementsprechend war das da recht einfach, viel Schaden zu machen. Aber es war halt ganz cool, weil sonst die meisten sich halt nicht so richtig mit dem Elementarschaman auseinandergesetzt haben und deswegen eben nicht so viel Schaden gemacht haben. Das fand ich immer, ich muss sagen, das hat mich am meisten gereizt in World of Warcraft. Mich mit einer Klasse auseinanderzusetzen, die nicht jeder spielt und wo auch immer gesagt wurde, ja, die ist nicht so gut, die ist irgendwie,
da solltest du andere wählen, die sind besser oder sowas. Und dann halt aus dieser vermeintlich schwachen Klasse das meiste rauszuholen, das hat immer richtig viel Spaß gemacht. Glaube ich. Was war denn zu deiner Zeit die Klasse, die am meisten gespielt wurde? Jäger eigentlich seit jeher. Echt? Ja, Jäger war eigentlich, solange ich WoW gespielt habe, war immer die, ich sag mal, Noob-Klasse. Ich habe Jäger genommen, weil ich ja noch Anfänger war und weil man so ein Tier hat, der einen hilft und Richtig. Sofort immer stirbt. Das Leveln war extrem einfach mit dem Jäger. Genau. Und wenn man dann später eben im Raids ein bisschen umgeskillt hat, nicht auf Beastmaster, sondern auf Treffsicherheit, glaube ich. Ja, habe ich auch gemacht. Dann, dann hat man, dann ist man gut abgegangen. Und was war auch noch? Dudu auf jeden Fall, weil das irgendwie auch, der konnte alles. Mhm. Und tja, was mache ich denn jetzt hier, sag mal? Melde mich zum Dienst. Das ist immer so schade, wenn man hier. Warte mal. Ach, ich bin ja doof. Bin ich doof? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich doof bin. Lass mich überlegen. Oh, man muss immer so viel nachdenken hier bei diesem Spiel. Jetzt gleich kommt bestimmt wieder die Lunte. Lass mich nachdenken. Ach, die Lunte meinst du, ja. Okay, ich mach's jetzt einfach egal. Oh, 8-5. Das ist. Oh. Ja. Ach, du kannst gar nicht mehr angreifen, stimmt dir? Nee, ich bin schon durch. Deswegen, das war irgendwie alles. Ich hätte es anders machen müssen, aber ich habe es nicht anders gemacht. Insofern werde ich jetzt einfach mit dem umgehen, was mir auf die Hand gegeben wird. Ach, dein Gottesschild, ey. Wenn das nicht wäre, wäre es letzt leicht, aber. Ich glaube, ich muss sogar den guten alten Leroy Jenkins opfern. Den Leroy? Ja. Gut. Dann von mir aus. Melde mich zum Dienst. Das ist alles nicht so schön, muss ich sagen. Aber gut. Was soll's? Ich muss mir auch immer wieder jetzt gerade ins Gedächtnis zurückrufen, dass ich nicht den Priester spiele, sondern den Paler. Mir ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich gedacht habe, ach, da kommen ja gleich noch die und die Karten und nee, so ist es aber nicht. Neun Angriffspunkte, ey. 9? Du hast 9 Angriffspunkte jetzt gerade, ja. Eigentlich habe ich 5. Also ich meine, da standen gerade 9. Ich hatte in der Runde, glaube ich, 9 wegen der anderen Karte. Okay. Ich frage mich, ob ha, es sind alles Karten. Hey. Das sind irgendwie alles so Karten. Okay. Kein Problem. Ich bin durch. Ah, sehr schöne Karte gezogen. So, was haben wir denn jetzt hier? Machen wir erstmal den hier. Nein. Dann.
So. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Und hau dir noch mit meinem kleinen Schnuckel eine Rüstung runter. Das ist doch sensationell. Jetzt machst du ja keine Dingskontrolle. Das ist korrekt. Du kannst mir die Frage beantworten oder nicht, ja? Ja. Und zwar, ich kenne die Karte da ja nicht. Also bis vorhin kannte ich die Karte nicht. Da steht ja drauf, kann ich angreifen, fügt am Ende eures Zuges einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Entspricht es immer seinem Angriff oder sind es wirklich immer 8 Schaden? Also wie gesagt, du musst nicht drauf antworten, weil das ja ein Vorteil letztendlich für mich wäre jetzt, wenn ich das wüsste. Du hast die Karte, die meinen auf 1 setzt, ne? Genau. Ich glaube, zu 90% sage ich, dass es immer 8 sind. Okay. Das denke ich nämlich auch. Also es steht ja auch so. Insofern. Gut. Ich hatte den Fall noch nicht, dass es so war, aber ich denke, das sind 8. Melde mich zum Dienst. So, ich riskiere es jetzt hier einfach mal. Hei. So, entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Und wen trifft er? Wen trifft er? Ja. Okay. Gut. Das fand ich jetzt sogar ganz gut, dass er den getroffen hat. Befolgt die Regeln. So. In den Kampf. Das wird wehtun. Aber ist okay. So, jetzt kommt bestimmt irgendein Angriff, der einfach alles weghaut. Was könntest du für eine Falle haben, frage ich mich gerade. Entweder die, wo ich dann eine andere Karte angreife. Was jetzt? Okay, die ist schon mal nicht. Ah doch. Achso, doch, okay. Ist aber an dem Punkt eigentlich total bescheuertes Geheimnis, aber ich hab ja nichts anderes. Für den Kriegshäuptling! Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel.
So, ich muss nachdenken. Wenn, dann wäre das so. Lasst mich nachdenken. In den Kampf! Nicht schlecht. Was packt er jetzt noch aus? Was packt er jetzt noch aus? Leider nichts Großes. So. Ich habe noch 13 und nur 17. Das ist richtig. Hm. Beide können auch 6 Karten ziehen. Ja. Es ist interessant, möchte ich meinen. So, was mache ich jetzt? Lass mich überlegen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich bin ja auch leer. Das ist alles nicht so. Es ist gerade so, als würde man sich mit Patschehändchen bekriegen. Ich habe eine sehr schlechte Hand. Ich habe keine mehr. Eine schöne Karte wäre jetzt schön. Zum Dienst. Sehr durchschnittlich schön. So. In den Kampf. Und so. Für Nasjata. Für die Gerechtigkeit. Das ist ein starker Kampf. Kann sich auch immer wieder hochheilen. Ja. Das war jetzt mal ganz okay. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ich finde immer ein bisschen, mich macht das immer ein bisschen, also ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich keine Karten auf der Hand habe. Ja, ich mich auch. Weil man absolut null planen kann, was man so als nächstes tut. Aber wenigstens ist es recht eindeutig, was man machen muss, wenn man eine Karte hat. Dann, Überleg halt, ich kann noch 3 Karten ziehen. Ob ich jetzt wirklich noch was ziehen kann, was mir den Sieg gibt. Okay.
Das ist so ein Scheiß, ey. Das ist gar nicht so geil gerade. Okay, ich glaube, ich mache genau das Falsche, aber ich... Lass dich nachdenken. Uiuiuiui, doch. Ja, nein, ja doch. In den Kampf für die Gerechtigkeit. Nein. Ja, ach, das hat das gar nicht gewonnen. Nee, nee, ich dachte, nee, der nee. Andere kann auch noch angreifen. Nee, 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 das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Ich glaube aber... Boah. Ich habe schon oft genug erlebt, dass ich noch verloren habe in so einer Situation. Insofern, ich zitter noch. Erstmal muss der weg. Dann mache ich so. Wenn du jetzt noch so eine Karte hast, ne? Boah. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einfach hoffen, dass du jetzt nichts Böses siehst. Was für ein Glück, ey. Was für ein Glück. Meine Fresse, ey. Es wird doch noch spannend. Ja. Jetzt steht es 2 zu 1, ne? Genau. Ja. Jetzt muss ich wechseln. Ja, richtig. Jetzt kommt deine... Beste Klasse wahrscheinlich. Ich muss ja beim Parler bleiben, ne? Ja. Genau, das gleiche Trick. Oh. Wir haben ja schon erfahren, damit kennst du dich aus mit Jägern, ja? Ich werde ehrenhaft kämpfen. So, was machen wir denn jetzt am besten? Ich sehe gerade hier im TS, da ist auch ein DayZ-Channel. Spielt das auch? Ich hab früher die Mod ein bisschen gespielt. Ja. Und jetzt vor kurzem habe ich die Standalone auch angefangen. Ja. Aber mit der Standalone bin ich halt noch nicht, also ich finde es momentan noch ein bisschen albern. Und leer, ne? Genau, es ist halt... Ich meine, Dean Hall, der Entwickler, der sagt ja auch selbst, es sollen sich nur Leute dieses Spiel kaufen, die Hardcore DayZ-Fans sind, weil es halt noch nichts gibt. Und das ist ja tatsächlich auch so, weil es ist halt noch bedeutend schlechter als die Mods, beziehungsweise die Mod mit den ganzen zusätzlichen Mods, die es da ja mittlerweile gibt, wo man sich dann alles ja. Mögliche bauen kann und so. Aber ich finde halt das Konzept grundsätzlich ganz cool und da ist halt Potenzial dahinter. Ich hoffe eben, dass sie wirklich das daraus machen, also dass es besser wird als die Mod. Aber momentan ist es halt noch nicht ansatzweise so. Ja. Aber es kommen ja auch hin und wieder, also öfters Patches raus, wo halt einiges dazukommt. Ja. Das stimmt. Wobei ich bin ein bisschen stutzig geworden, als die Standalone herauskam, wie wenig die doch bisher gemacht haben. Weil die haben ja so lange, haben die da schon dran rumentwickelt. Mhm. Und melde mich zum Dienst. So, ich möchte mal wissen, was hier denn los ist. Das war's. Okay. Toll. So ein Pech. Nee, weil im Grunde genommen ist es ja momentan
die haben ja, was sie gemacht haben, ist letztendlich nur die die Mod in die Arma 3 Engine zu übertragen. Ja. So viel mehr ist da jetzt nicht drin. Man kann halt ein paar Sachen bauen, die man halt vorher nicht bauen konnte. Es gibt die Stadt da im Norden dazu, das Schiff gibt's neu. Aber ansonsten ist da meiner Meinung nach noch nicht so viel passiert. Und dafür haben sie ganz schön lange gebraucht. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch so kommt. Ja, bin ich auch. Ja, wie gesagt, ich finde das Konzept ist eigentlich ganz cool so. Nur es muss halt irgendwann muss da irgendwie noch eine Aufgabe kommen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn das Einzige, was man zu tun hat, ist zu überleben. Das ist ein bisschen. Da fehlt irgendwie ein bisschen was. Und für PvP ist es auch nicht wirklich geeignet. Nee. Ja, das stimmt. Also es ist halt auch tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich immer wieder anführe, weil. Sobald irgendjemand sieht einen, wird man erschossen. Also man wird eigentlich aus dem Nichts erschossen in diesem Spiel. Und das ist einfach mega deprimierend. Da muss da was eingebaut werden, was das irgendwie verhindert. Ja, finde ich auch. Weil dann hängst du da 5 Stunden im Spiel rum, hast mühselig dir deine Klamotten zusammengesammelt und plötzlich macht's plupp und du fällst dort um. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Sagt er schon ganz richtig hier, der Mann. Nein. Eigentlich mag ich das ja nicht, so eine Karten. Schon für so kleine Popelgegner zu verschwenden, aber... Mir wurde immer gesagt von meinen Abonnenten, hey, du musst dringend dafür sorgen, dass der Gegner keine Karten auf dem Tisch hat. Genau, das ist das Wichtigste. Genau. Und deswegen versuche ich mich da auch meistens dran zu halten, aber das kriege ich auch nicht immer hin. Denke ich jetzt einen Mana-Kristall? Ja, mache ich. Oh, das ist ja nett. Schon wieder ein Geheimnis. Ich frage mich, ob... Schwierig. Ach du Ma, ich bin mir unschlüssig. Ich mach's trotzdem. Yeah. Oh yeah. So, ich weiß nicht, wie gut das war, aber ich hab's einfach mal getan. Mehr kann ich nicht machen. Das ist jetzt nicht so viel. Ups. So, und nun. Gucken wir mal, was da passiert. Das fand ich jetzt ja nicht so gut, muss ich sagen. Ich trinke mal einen Schluck. Ja. Hör mal, wie viele Geheimnisse hast du denn noch, ey? Ich muss sagen, die größte Schwäche von meinem Deck ist, dass ist, wenn der Gegner sich heilt und das tust du. Okay.
Deswegen ist es gerade ein bisschen blöd für mich. Aber wieso hast du dann dieses Deck gewählt, frage ich mich. Du musst also irgendwas noch auf der Hinterhand haben. Ich frage mich. Weil du hättest ja genauso gut deine dritte Klasse wählen können. Ja, stimmt. Es kommt. Nochmal. Okay. Gut, wenn es sein muss. Ach nein. Melde mich zum Dienst. Immer dieser Leroy, ey. Ach du Scheiße. Das ist jetzt echt mal suboptimal, möchte ich meinen. Ja. Wie viel hast du denn? 8? 10, 11, 12, 13. Ach, du digges Ei. So, was machen wir am besten? Am besten, ich bringe erstmal ein paar Gegner um von dir. Ich frage mich, ob... Ja. Die Hunde können gefährlich werden. Ja, eben. Vor allem, wenn sie dann noch gebufft werden oder sowas, dann wird es ganz unschön. Ich weiß noch nicht, inwieweit der Jäger da außerordentlich viele Fähigkeiten hat, aber... So, also. Wir legen los mit dem. Dann... Machen wir einfach mal... Hä? Was? So. Dann folgt... Bin sehr froh, dass du keine Weihe hattest. Ja, ich nicht. Nein, bitte nicht. Mal diese Heilerei. Sorry, aber es muss einfach sein. jetzt ist alles irgendwie ein bisschen... Das ist zum Beispiel wieder so eine Situation, wenn ich jetzt auf die Leute höre, dann würde ich jetzt zwei Hunde weghauen. Aber es sind 8 Schaden, die ich auf deinen Helden machen könnte. Das ist so eine Sache. Ja. Eine problematische Sache, die... Du hörst auf deine Leute. Ich mach's jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich mir zumindest die Gunst erkaufen der Menschen durch diesen Zug. Auch wenn es vielleicht blöd war. Schon wieder ein Geheimnis. Auf in die Schlacht, Male! Okay, jetzt glaube ich, jetzt werde ich ein bisschen länger brauchen, denke ich, weil ich muss jetzt nachdenken. Lass dich nachdenken. Okay. Was ihr wolle. Für die
Gerechtigkeit. Was hat er? Nein! Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Das kann doch jetzt nicht sein, ey. Wieso hast du denn so ein Scheißglück? In den Kampf! Wieso genau die Karte, ey? Wieso greift er genau die Karte an? Das ist doch nicht zu fassen. Wo soll ich zuschlagen? Oh Mann, ey. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ja. Du hast noch 5 Leben. Ja. Du hast noch 3. Ja, und jetzt habe ich noch 0 höchstwahrscheinlich. Noch 1. Und das war's. Scheiße. Oh. Alter Vater, ey. Jetzt war ich echt ganz schön, muss ich sagen. Mein lieber Scholli, ey. 2-2, aber tatsächlich, ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mir ist ganz schön warm. Das ist komisch. Ich bin ja echt hier so rangegangen, so, ja, da, ja, machen wir mal irgendwie, wa? Aber jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich echt am Mitfiebern. Ja, jetzt kommt meine letzte Klasse. Ja, richtig, wahrscheinlich auch der Paner. Genau. Ja. Jetzt wird's interessant. Du kennst halt mein Deck jetzt quasi schon. Ja. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Das wird jetzt bestimmt nochmal interessant. Ja. Jeden Fall. Für die Gerechtigkeit. Gibt's auch Statistiken? Hat Blizzard auch andere Statistiken veröffentlicht? So von wegen, ob's gibt's Statistiken, wer den. Jetzt hätte ich fast mein Handy weggeschmissen, ey. Wer den ersten Schaden macht, gewinnt auch oder irgendwie sowas. Das würde mich mal interessieren. Ja, stimmt, mich auch. Ich finde, da so eine Statistiken sind total bescheuert, aber irgendwie ist es trotzdem interessant, sich die durchzulesen. So, und dann machen wir noch hier, Für die Gerechtigkeit. So. Wie bist du auf den Namen gekommen? Reflux oder Reflux? Ewig, das ist ein Endgegner aus einem Spiel, aus Rayman 3. Kennst du vielleicht? Nee, also Rayman sagt mir was, aber den Endgegner kenn ich. Habe ich damals als Kind für PlayStation 2 gespielt und okay. Hat Spaß gemacht. Und ich mochte den Endboss irgendwie und dann habe ich mich einfach irgendwie mal Reflux genannt. Okay. Und woher kommt Knasti? Hat was mit meinem, also hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun. Okay. Ich bin kein Verbrecher, ich hatte nie irgendwie Erfahrungen mit Knast. Ja. Aber das hat was mit meinem echten Namen zu tun. Ach so. Also es ist eine Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen. Mhm. Und daraus, also ich heiße ja Basti und der Vater eines guten Kumpels hat mich dann... Für die Gerechtigkeit. Hat dann damals den Anfang von meinem Vornamen und den Anfang von meinem Nachnamen hat er einfach verdreht und da kam dann als Vorname eben Knasti raus. Und seitdem habe ich mich dann eben Knasti genannt und wobei es mittlerweile irgendwie so von ganz alleine entferne ich mich schon wieder von die, also was heißt schon wieder, ich entferne mich irgendwie von diesem Namen. Viele, mit denen ich spiele, nennen mich jetzt einfach Basti, so wie ich halt letztendlich, also ich heiße ja Bastian und viele sagen jetzt einfach immer Basti, weil einige Leute haben ein Problem mit KN und ich denke, deswegen kann ich nicht reden. Ich bin ein Mann. Statistik.
Ich werde nun außerdem diese Karte noch ausspielen, habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt. Ein blöder Gorilla, ey. Ist ein richtiges Arschloch, wa? Ja. Machen wir das noch oder machen wir das nicht? Nee, machen wir nicht. So. Nee, und dadurch, also ist es auch ganz gut, dass mich die meisten jetzt eigentlich mittlerweile Basti nennen, weil das Problem ist, ich, also auf dem Channel habe ich mich immer Knasti genannt, mein Channel heißt da Kiekste und in Battlefield zum Beispiel heißt ich da Knasti und das war ein Riesendurcheinander oder ist ein Riesendurcheinander und das gerade bei neuen Leuten irritiert das irgendwie immer so ein bisschen. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass mich die meisten Leute jetzt einfach Basti nennen und gut ist. Achso. Interessant. Ja, und da Kiekste kommt von dem berlinerischen da Kiekste. Mhm. Da Kiekste, wa? Und das passt halt eigentlich auch ganz gut so zu einem Channel. Also kommst du aus Berlin oder was? Ja, genau, ursprünglich komme ich aus Berlin. Mittlerweile wohne ich in Hamburg. Ich frage mich, ob... Hast du gerade ein Mikrofon aufgegessen? Ja, ich bin aus Versehen mit der Hand dran gekommen. Aufgegessen nicht, nee. Ja, wer weiß. Soll ja auch mal ab und zu ganz nahrhaft sein. Ja. So zwischendurch. Was können wir denn jetzt noch machen hier? Können wir noch irgendwas mit Sinnvolles machen? Lasst mich nachdenken. Tja, es ist so, wenn eine Klasse sich heilen kann, dann ist es immer schwierig, weil du kannst halt ganz leicht wieder auf 30 Punkte kommen. Das geht ganz, ganz schnell, Freunde. Das geht ganz schnell. Da muss ich jetzt, denken. Nee, komm. Das kannst du noch für einmal machen. Ja, eine ganze Menge, du. Ich hätte gerade die Hölle über dich ausschütten können, aber ich habe gesagt, komm... Machen wir es mal noch ein bisschen spannend. Ich habe so einen Rotz auf der Hand, das glaubst du gar nicht. Das ist echt ein Vorführeffekt hier, ey. Lasst mich nach. Ja, aber du hast zumindest schon mal viele Karten. Also da kann noch, kann noch einiges passieren. Ich werde mich mal ganz kurz muten, weil ich husten muss. Damit deine Zuschauer es zumindest nicht hören. Wobei, nee, vergiss es. Ich huste einfach nicht, ich trinke einen Schluck. Ach gut. Das ist immer eine Qual als Let's Player. Oder als Redner im Allgemeinen. Wenn man sich räuspern muss, dann versucht man möglichst lange sich nicht zu räuspern. Und husten ganz genauso und irgendwann sitzt man mit einem knallroten Kopf da. Und explodiert fast. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. So, jetzt machen wir, Wird doch noch ziemlich spannend hier, ne? Ja, also ich, tatsächlich, jetzt habe ich auch so ganz klitzekleines bisschen Ehrgeiz habe ich jetzt auch. Aber es ist verschwindend gering, also man sieht es kaum. Es ist in weiter Ferne, aber es ist da. Okay, Und der Gorilla wieder. Immer wieder der Gorilla. Ja. Hm.
Ich frage mich. Ich hole mal das Auge aus der Statue da raus. So. Hab ich auch schon gemacht. Ich habe mich diese hier sogar noch ein bisschen zurückgehalten. Den Regenbogen habe ich schon ein paar Mal und das Feuer habe ich schon mal angezündet, aber ansonsten. Das Feuer oh nee. Ragnaros, der Arsch. Zum Glück auf dem Affen. Das war mein Ziel. Weil dann kannst du den nicht irgendwie hochpowern und dann mich angreifen. Puh. Ragnaros finde ich ja doof, muss ich sagen jetzt, ne? Ich frage mich, ob. Einen dritten Gorilla hast du ja nicht? Nee. Ragnaros ist echt ein bisschen blöd gerade. Der ist mir unsympathisch. Der ist mir echt unsympathisch. Schon damals im geschmolzenen Kern. Als man noch mit 40 Mann auf ihn eingedroschen hat, habe ich ihn gehasst. Aber irgendwie war es auch geil, wenn man ihn dann besiegt hat. Und guten Loot bekommen hat. Ja gut, den habe ich dann nie bekommen. Aber... Ich bin ein wenig am Zittern. Das wird noch echt eng hier. Schaden, ey, immer diese 8 Schaden. Ja. Bei mir gehen langsam die Optionen aus. Und du kannst jetzt langsam richtig raushauen. Melde mich zum Dienst. Dieses Gottesschild, Oh Mann, ey. Du hast so massig Karten auf der Hand, ey, das ist so. Stimmt, das ist nur eine. Ja, eben. Das ist ein riesengroßes Problem. Ich kann halt nichts mehr dagegen setzen im Grunde genommen. Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Jetzt krieg ich auch noch so einen Mist. Ja. Nee. Das ist blöd. Die Wahrheit ist mein Schild. Ja. Nee. Melde mich zum Dienst. Das ist jetzt da ist jetzt, ne? Ne? Schluss mit Funny. Ja, da ist er wieder. Ja. Bringt nun nicht viel. Boah, ey, diese Karte, ey, die sollte auch verboten werden. Melde mich zum Dienst. La da da. Was ihr wolle. Melde mich zum Dienst. Thank you.
hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So, dann machen wir mal so und so und dann machen wir zusätzlich noch so. Ich spiele einfach jetzt bis zum Ende durch, ne? Ja, es kann auch nicht. Ich überlege, ob es eine Karte gibt, die dich jetzt zum Sieg führen könnte. Nee, aber du kannst mich ja jetzt schon weghauen, insofern. Ah ja. Aber es gibt auch, ich behaupte einfach mal, es gibt keine Karte, die man ausspielt und dann... Ich meine, ich könnte... Hätte ich noch hier Dings, ne? Wie heißt das? Weihe oder was ist das? Stimmt, Weihe, ja. Die hätte halt jetzt schon mal gerade eben einiges rausholen können. Da wärst du dann halt mit nur noch einer Karte auf dem Tisch da gesessen, aber... Genau. So ist es nichts geworden. So beglückwünsche ich dich zu diesem Sieg. Danke, hat echt Spaß gemacht. Ja, war gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es nochmal so spannend wird, sozusagen. Das war echt, ja. Das war echt gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. Das war gut. Ja, fing ja an mit 2-0, ne? Und dann direkt 2-2. Ja, und dann war es sogar bis zur Mitte dieses Matches auch noch recht spannend. Ja. Und dann war es aber doch recht klar. Naja, was soll's. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Du kannst dann ja fröhlich weiterspielen demnächst gegen irgendjemand anderen. Mal gucken, wen du da als nächstes ziehst. Ja, genau. Und ich verabschiede mich dann hier aus diesem Turnier. Es war kurz, aber schön. Ja, ich fand's auch gut. Ja, also Leute, an meine Abonnenten, guckt doch mal bei Reflux, Reflux. Ja, genau, Reflux. Reflux. Reflux, wie man es spricht. Reflux, ja. LP, ne? Genau, und schaut meine mal gucken bei dir vorbei. Genau, schaut doch mal bei ihm vorbei und da gibt es nämlich, wie er ja anfangs gesagt hat, da gibt es jetzt demnächst wieder einiges Neues. Ja, genau. Gut, dann sag ich Tschüss und ich auch. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.